Ah, gut, Mr. Spotify hier. Jonas Hofmann wechselt von Borussia Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen. Das ist schon relativ überraschend, muss man sagen. Das hat jetzt zumindest so die letzten Tage nicht so vom Gehör irgendwie ein Gerücht stattgefunden, zumindest nicht so groß, viral aktiv. Und auf einmal, Überraschungsdeal, er wechselt drüber. In dem Fall kann man vielleicht die Entscheidung von Jonas Hofmann verstehen. Spielt jetzt international Europa League. Denn Leverkusen hat ja das Glück gehabt, dass der Pokalsieger schon international spielt. Dementsprechend sind sie jetzt in der Europa League. Und für 10 Millionen hat sich Leverkusen den Hofmann geschnappt. Man muss sagen, diese Aufstiegsklausel gezogen. Und 10 Millionen ist eigentlich nichts. Vor allem, er hat eigentlich noch 2 Jahre Vertrag gehabt. Ich meine, klar, Hofmann ist 30 Jahre, hat aber viel Qualität, hat auch Erfahrung international. Von daher ist das schon für 10 Millionen, wenn man ganz ehrlich ist, ein Schnapper. Zumal er 13 Millionen auch wert ist. Ich meine, klar, Marktwert, Transfermarkt, ist immer so eine Sache. Aber trotzdem, er ist schon stark. Und ich denke, da hat Leverkusen ja, sich richtig gut verstärkt. Und Gladbach muss natürlich jetzt dafür sorgen, dass sie Hofmann definitiv wieder gut ersetzen, beziehungsweise auch noch einen guten Backup bekommen. Eure Meinung zum Transfer gerne in die Kommentare rein. Ich sage Arrivederci. Bis dahin und ciao.